Hey Murat, du, ich habe gerade mal so zurückgedacht, ne, so einige Jahre. Und irgendwie fiel mir dann wieder der Tag ein, an dem wir Werner kennengelernt haben. Weißt du das noch damals? Das war doch cool, oder? Ich fand, das war eine total geile Sache. Ja, oh Mann, nee, du sagst es. Viele, viele Jahre zuvor. So, dann können wir loslegen, ne? Ja, ja. Na, Lenny, bist du fertig? Kannst losgehen? Bist du bereit für den ultimativen Trip nach Russland? Ja, ja, warte doch mal. Mann, ich bin gleich da. So, alles ist verstaut. Hi, Caro. Hallo, Jenny. Na, Caro, du bist aber heute nicht gesprächig. Kannst du absolut ins Knicken, Lenny, ey. Caro meditiert. Sie hat an der Uni mitbekommen, dass Meditieren den Verstand erweitern soll. Angeblich haben sie das irgendwo mal gesagt. Ach so, Horizonterweiterung sozusagen. Aha. Und wie lange verweilt die da in ihrer Meditation? Wie's auch nicht, aber ich hatte sie letztens im Garten gefunden, ey. Da hockte sie im Schneidersitz da und mitten im Schnee. Ich dachte, die ist erfroren, denn ich war ja unterwegs und Caro hat mal wieder ihren Schlüssel vergessen. Ganz toll, oder? Was hast du denn gemacht? Was ich gemacht habe? Ganz einfach. Einen Eimer heißes Wasser geholt und der Eisprinzessin über den Kopf geschüttet. Aber ich hätte das wohl nicht machen sollen. Oha, da hat sie wohl ihre Meditation abgebrochen. Na, definitiv hat sie das gemacht. Aber Murat, bist du sicher, dass uns nichts passieren kann? Ich meine, hey, wir sind ja nicht 5 Minuten unterwegs. Keine Angst, ich habe auch noch D-Mark dabei. Ach so, hast du da jetzt Begrüßungsgeld, was du da bekommen hast, direkt mitgenommen? Ganz genau, vorgestern rübergeschlendert und mir die Kohle nach 4 Stunden warten ganz locker am Schalter abgeholt. Aber eines verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht, Lenny? Naja, als du nach drüben gegangen bist, bekamst du Geld. Aber Alter, als ich rübergegangen bin zu euch, nicht eine Ostmark, gar nicht, nicht. Nicht mal ein Glas Wein oder so. Ich finde das ein wenig ungerecht, oder? Naja, warte, Moment, ich gebe dir was. Ich habe hier auch noch, warte, Moment, hier hast du 100er Ostmark. Was soll ich denn damit? Das ist ja nicht mal die Hälfte wert von dem Geld, was ich mir mitgebracht habe. Na, dann beschwer dich doch nicht, dass du nichts bekommst, Alter. Ey, du nimmst doch auch ja nichts an. Das ist eindeutig zu spät. Und ich habe auch meinen Stolz. Das Einzige, was du hast, ist ihn an der Klatsche, aber mächtig gewaltig. Ja, Murat, deine Kleine ist auch nicht auf den Mund gefallen. Da hast du absolut recht. Du bist nicht besonders anders wie ich. Wir haben beide einen an der Klatsche. Ja, Murat, aber mal unter uns, ey. Die Kleine ist ganz schön frech. Stimmt, das hat sie von Caro. Aber schau mal, ey, wir fahren schon und Jenny ist noch relativ relaxed. Ey, Murat, ich glaube, wir sollten lieber mal tanken, bevor wir nachher schon auf dem roten Platz antrumpfen. Stimmt, lass uns mal da vorne an der Tanke anhalten. Gute Idee. Wenig später an der Tanke. So, Lenny, pass mal du auf hier. Ich geh mal hier ganz schnell rein und frag, ob die da überhaupt D-Mark schon annehmen oder so. Das Kommando gehört dir, Captain Lenny. Ja, ja, mach mal. Bis gleich. Ach du Scheiße, so ein blöder Kunde will ja tanken und Murat hampelt da hinten rum. Der sieht böse aus. Oh, Scheiße, ey. Tolle Sache, die nehmen keine D-Mark. Ganz tolle Sache. Und nun zur Wechselstube fahren? Klasse. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja, geht's noch. Kannst nicht mehr warten, du Held. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Das ist mir total egal, Mann, wie alt du bist. Und hey, du kommst ja auch aus Berlin. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ach Mann, nerv mich nicht rum, Mann. Nur weil du der 5. Beatle bist. Man kannst mich mal. Da du keine Zeit hast, das ist mir auch scheißegal, Mann. Wo musst du denn hin? Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hey, ist ja schon gut, Mann. Ich fahr ja schon vor, Mann. Mann, der tut, als wenn die Welt untergeht. So, erster Gang rein, vorrollen. Oh. So, Jenny, du passt jetzt auf hier. Ich sag mal eben dem Murat Bescheid. Murat, hey, hier drüben. Was machst du hier? Oh, und warum bist du denn immer mit meinem Auto, Lenny? Naja, so ein Depp hier, ne, der hat mich verjagt. Und ich park da drüben, guck da. Übrigens, nehmen die jetzt D-Mark? Kannst du vergessen, ey. Der meinte, wir sollten zur Wechselstube fahren. Die kommt in gut 30 Kilometern und dann sollen wir wieder herkommen und dann können wir tanken. Ich habe eine Idee. Der Typ, der mich eben verjagt hat, der ist gerade aufs WC. Ich fahre mit deiner Möhre da ran, du machst ihm seine Haube auf, nimmst meinen Schlauch. Spinnst du, Lenny? Ich pack dir nicht an dein Teil, Alter. Das wird mir ein bisschen zu... Nicht den Schlauch, Mann, Alter. Ich habe für unsere Biertour hier so einen Plastikschlauch mitgenommen, damit ich ihn absetzen muss. Und den nimmst du jetzt rein in den Tank, dann ziehst du das Benzin ab in unseren Tank, bis der Futti kommt. Dann noch lange über alle Berge. Ach so. Oh, okay. Okay, Moment. So, Schlauch ist drin und da auch. Ich fange jetzt mal an zu ziehen. Und wenn irgendwas ist, Lenny, du warnst mich. Okay. Alles still, scheiße. Oh, Murat, da kommt er. Los, komm schon, Murat, komm. Nee, war nur Fehlalarm, Murat. Oh, das brennt, ey. Alter, kommt doch, du Scheiße. Ach du Scheiße, ey, der Kunde, der hockt doch schon im Auto, Alter. Mensch, Lenny, du kannst doch echt nicht aufpassen. Los, schnell ins Auto und ab hier. Ja, Moment, so, Schlüssel rein und festhalten. Wir düsen mit Volldampf nach hinten. Oh, alles okay?
die alle noch ganz oder so? Sieht so aus, Mann. Das war definitiv nicht der Rückwärtsgang. Aber Caro sieht aus wie vorhin. Und Jenny zuckt auch noch. Aber der Typ sieht krass aus. Der ist voll mit der Rübe vor die Scheibe. Los, lass es abzischen. Nach Moskau. Wir tanken woanders. Das ist hier nicht die einzige Tanke, denke ich mal. Ihr seid echt eine krasse Familie. Aber voll krass. Genau. Her mit dem Absinth. Das meine ich auch. Ganz genau.